Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei Kommissar Kreisler, der an einem schwierigen Fall arbeitet. Ein Autounfall, zumindest sieht es so aus, auf den ersten Blick ist geschehen. Aber es gibt Hinweise, dass da vielleicht mehr dran sein könnte. Das untersuchen wir. Allerdings müssen wir vorher erst einmal der Witwe mitteilen, was passiert ist. Also sie weiß noch nicht, dass sie Witwe ist. Hier steht sie. Und mit ihr sprechen wir jetzt, beziehungsweise wir gucken uns vielleicht erstmal um. Oh. Das Wohnhaus der Ulichs ist eine der beeindruckendsten Villen Leipzigs. Ja gut, vermutlich wird sich nur ein reicher Mann zu dieser Zeit so ein Automobil leisten können. Nachvollziehbar. Was haben wir da? Interessant. In einer kleinen Schale liegen einige Beeren. Jemand hat sie wohl von dem Busch da vorn gepflückt. Von dem hier vermutlich. Ja. Nehmen können wir sie aber nicht. Hier können wir verschwinden. Da ist der Staatsanwalt. Hier sehen wir irgendwie ein Spalier oder sowas. Die Außenwand des Wagenunterstands ist hübsch bepflanzt. Das ist der Beerenbusch. In einer Ecke des Gartens steht ein kleiner Busch, der schwarze Beeren trägt. Oh, fassen Sie die Beeren lieber nicht an. Das sind Tollkirschen. Sie sind hochgiftig und können von Halluzinationen über Lähmungen bis zum Tod führen. Sieht so aus, als seien einige Früchte gepflückt worden. Okay. Das ist natürlich tatsächlich ein möglicher Hinweis. Oder das ist ein Hinweis. Wer sammelt denn Tollkirschen? Genau, das ist eine gute Frage. Im Garten steht eine Schale mit Tollkirschen. Ah, sagt mal, gibt es für jeden Schauplatz eine Seite? Ja, tatsächlich. Und hier haben wir die Logik-Schlussfolgerung, auf die wir jederzeit zugreifen können. Alles klar. Naja. Ups, das wollte ich nicht. So, gibt es noch was anzuschauen? Ja, wir schauen uns mal die Dame hier an. Obwohl die Frau mit Gartenwerkzeug hantiert, ist sie klar als die Dame des Hauses zu erkennen. Okay. Dann jetzt zu einer ernsten Angelegenheit. Entschuldigen Sie, dass wir in Ihr Heim eindringen. Es ist leider unerlässlich. Ich bin Kommissar Kreiser von der Leipziger Kriminalpolizei. Sind Sie die Ehefrau von Eduard Ulich? Richtig, ich bin Emma Ulich. Sagen Sie mir bitte, was Sie von mir wünschen. Ihr Ehemann hatte heute Morgen einen Unfall mit seinem Motorwagen. Er hatte einen Unfall? Wie schrecklich! Geht es ihm gut? Er ist leider noch an der Unfallstelle verstorben. Ich muss Sie leider bitten, mir noch einige Fragen zu beantworten. Ich werde versuchen, Ihnen zu helfen, wo ich kann. Okay, aber es war jetzt, sie hat irgendwie komisch geguckt. Aber es war jetzt keine enorm emotionale Reaktion angesichts dieses doch dramatischen Ereignisses. Was ist da los? Wir fragen erstmal nach ihm. Darf ich Ihnen einige Fragen zu Ihrem Ehemann stellen? Sicher doch, wenn Sie denken, dass Ihnen das hilft. Ihr Mann fuhr einen Motorwagen. Das ist noch immer ein sehr ungewöhnliches Transportmittel. Er war ganz vernarrt in dieses Spielzeug. Ich habe ihm immer gesagt, dass es einmal sein Tod sein würde. Es ist nicht einfach, immer recht zu haben, wissen Sie? Wir müssen noch sehen, was der genaue Grund seines Todes war. Dafür bin ich ja hier. War er ein guter Fahrer? Aber sicher, er fuhr dieses Ding fast täglich. Wenn ich die Kutsche nahm, ist er mir mit diesem Karren hinterhergefahren. Ich habe es ihm nämlich nicht erlaubt, vor mir zu fahren und die Luft zu verpesten mit den Abgasen. Einen Unfall halten Sie also für unwahrscheinlich? Aber wo denken Sie denn hin? Was soll es denn anderes als ein Unfall gewesen sein? Der Wagen war doch die reinste Todesfalle. Okay, da spricht die Angst und Skepsis vieler Leute vor diesen Mobilen aus ihr heraus, glaube ich zumindest. Hatte Ihr Mann irgendwelche Feinde? Es gab sicher viele, die neidisch waren auf das, was er im Leben erreicht hatte. Aber Feinde, so weit würde ich nicht gehen. Und überhaupt, haben Sie nicht von einem Unfall gesprochen? Das zu ermitteln ist meine Aufgabe und ich bin gern gründlich. Also sie insistiert schon sehr, sehr stark auf den Unfall. Gibt übrigens eine kleine
Tonbildschere, denn sie sieht deutlich jünger aus, als die Stimme klingt. Aber wie gesagt, das ist ja nur die Demo. Gerade die Vertonung wird ganz sicher dann mit dem Crowdfunding-Geld finanziert werden. Gesundheit. Hat Herr Uhlich irgendwelche gesundheitlichen Probleme? Nein, ihm ging es immer gut. Er stand voll im Saft und hatte mehr Energie als so mancher Jungspund. Für meinen Geschmack sogar zu viel Energie, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich gebe mir größte Mühe, es nicht zu tun. Okay. Ich komme später noch einmal auf Ihren Mann zurück. Alles zu Ihrer eigenen Zeit, Herr Kommissar. Es fällt mir wirklich schwer, also einzuordnen, ist sie jetzt eher eine jüngere Frau, so wie das Bild suggeriert, oder ist sie eher eine ältere Frau, wie die Stimme suggeriert? So, wir können über eine Gärtnerei sprechen, über den Gärtner. Sie kümmern sich selbst um Ihren Garten? Kein Gärtner? Allerdings, es ist mir eine Freude, die Arbeit meiner Hände wachsen und gedeihen zu sehen. Vor Jahren hatten wir einmal einen Gärtner. Aber nachdem ich ihm seine Arbeit dreimal erklären musste, hat er gekündigt. Und seitdem kümmere ich mich um mein kleines Reich. Nachvollziehbar. Okay, wir können Sie schon konfrontieren mit ein paar unserer Entdeckungen. Wir gehen mal zurück, ob da schon was zu besprechen ist. Ja, ja, wir müssen ihr mal sagen, dass ihr Mann ertrunken ist. Ist das ein Detail, das wichtig für Sie ist? Egal. Die ganze Wahrheit muss raus. Ihr Ehemann ist ertrunken. Möglicherweise war er aber nicht bei Bewusstsein. Ertrunken? So ein schrecklicher Tod. Hoffen wir, dass er nicht leiden musste. Mhm. Und das andere Thema, vielleicht... Ah, okay, das ist durchgestrichen. Ah, vielleicht, weil wir gerade mit ihr sprechen und das Thema schon besprochen haben. Ah, das Bremsband des Motorwagens weist markante Schnittkanten auf. Da kann sie eigentlich nichts mit anfangen. Und was habe ich damit zu tun? Ich weiß ja nicht einmal, wovon Sie sprechen. Ja. So, aber die Tollkirschen, da müsste sie sich ja auskennen und eine Begründung für haben. Haben Sie die Beeren von dem Busch hinter Ihnen gesammelt? Ja, was ist damit? Wissen Sie denn nicht, dass Sie hochgiftig sind? Ist dem so? Ich hatte ja keine Ahnung. Nun, jetzt wissen Sie es ja. Werfen Sie sie lieber weg, bevor noch ein Unglück geschieht. Noch eines, meine ich. Okay, aber jetzt mal ernsthaft. Wer sich im Garten auskennt, seit vielen Jahren den Garten macht und dem Gärtner sogar gesagt hat, was er machen soll, der weiß doch, was mit Tollkirschen los ist. Das ist doch komplett unglaubwürdig. Können wir Sie darauf nochmal ansprechen? Das ist auf jeden Fall ein neuer Eintrag hier. Emma Uhlich behauptet, dass sie nichts von der giftigen Wirkung der Tollkirschen wusste. Okay, das ist jetzt ein bisschen komisch, und dass wir sie... das behaupte ich auch weiterhin. Okay, das ist ein bisschen komisch, wie das jetzt formuliert ist. Gut, alles klar. Dann hatten wir mit ihr erstmal alles besprochen. Nehmen Sie sich einen Moment, um sich zu sammeln. Ich habe später vielleicht noch Fragen. Vielen Dank, es geht schon. Ja, gut möglich, dass wir noch Fragen haben. Aber jetzt kommt er dran. Es sieht so aus, als ob er hier der Kraftfahrer ist oder der sich ums Auto gekümmert hat. Gucken wir uns erstmal um. Hier sehen wir die Reifenspuren. Wir schauen uns ihn erstmal an. Der Mechaniker ist ein regelrechter Hühne und überragt selbst den Staatsanwalt. Auf dem Boden haben sich die Spuren eines Wagens abgezeichnet. Doch Pferdespuren sucht man wie auch den Wagen selbst vergeblich. Okay, soll das heißen, dass hier das Auto immer gestanden hat? Vermutlich, ne? In dem Unterstand ist es stockfinster. Vielleicht gäbe es hier Interessantes zu entdecken. Ah, jetzt kommt unsere Lampe zum Einsatz. Da sieht man es wieder einmal, man sollte die Wache nie ohne seine Lampe verlassen. Ja. Komm, dann schalten wir sie jetzt auch mal an. Interessant. Schon viel besser. Dann wollen wir doch einmal sehen. Aha, was haben wir denn hier?
Eine Schere. Die Klingen sehen ganz schön mitgenommen aus. Okay, die Schere könnte eingesetzt worden sein, um das Band zu manipulieren. Die gucken wir uns mal an. Eine Schere aus dem Wagenunterstand der Ulichs. Die Klinge sieht übel mitgenommen aus. Was passiert, wenn wir das jetzt kombinieren? Die Klingen der Schere und die Risskanten des Bremsbandes sind sich sehr ähnlich. Ich hab's geahnt. Wurde hier etwa nachgeholfen? Okay. Damit haben wir einen weiteren Hinweis. Risskante des Bremsbandes und Klingen der Schere ähneln sich. Ja. Gut. So, was haben wir denn hier noch? An der Wand sind einige Werkzeuge säuberlich aufgehängt. Ein Werkzeug scheint zu fehlen. Die Schere. Warum ist der Hammer grün, der Rest rot? Das ist auch merkwürdig. Gut, dann haben wir, glaube ich, hier erstmal alles gesehen und sprechen ihn mal an. Guten Tag. Mein Name ist Josef Kreiser. Darf ich Sie fragen, in welcher Verbindung Sie zu Eduard Ulich stehen? Dürfen Sie. Muss ich denn antworten? Müssen Sie. Ich bin Kriminalkommissar und in einer ernsten Angelegenheit hier. Na, wenn das so ist. Ich bin Max Töpfer, der Mechaniker Eduard Ulichs. Ich muss Sie leider informieren, dass Herr Ulich tot ist. Ach, was ist denn passiert? Es gab einen Unfall mit dem Kraftwagen, den er fuhr. Das ist schlecht. Wie steht es um den Wagen? Ich werde Ihre Impertinenz einmal ignorieren und Ihnen stattdessen einige Fragen stellen. Wenn es sein muss. Gut, fangen wir mal beim Besitzer an. Ich habe Fragen zu Ihrem Arbeitgeber. Dann schießen Sie mal los. Haben Sie Eduard Ulich heute Morgen gesehen? Ich habe ihn gehört, bevor ich ihn gesehen habe. Das hat wohl das ganze Viertel. Was meinen Sie damit genau? Die Ulichs hatten heute Morgen einen sehr lautstarken Streit. Haben Sie gehört, worum es ging? Das war nicht zu überhören. Aber ich will nicht mit Dreck werfen. Reden Sie lieber mit der Frau Ulich. Das werde ich. Jedenfalls war Herr Ulich so erregt, dass er ganz wirres Zeug geredet hat. Da hatte ich ganz schöne Mühe, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Okay, also es gab einen Streit. Wie war Herr Ulich als Arbeitgeber? Wie heißt das? Man soll nicht schlecht über die Toten reden? Dann sage ich wohl besser nichts. Man soll aber der Polizei auch immer die Wahrheit sagen. Na, wenn Sie es wollen. Ein Knauser und ein Ausbeuter war er. Wie würden Sie die Ehe der Ulichs beschreiben? Gar nicht, wenn es Ihnen recht ist. Noch bin ich im Dienste der Ulichs. Sie könnten bei der Aufklärung des Verbrechens helfen. Nun gut, die Ehe war nicht sehr harmonisch. Die beiden stritten sich öfter, als sie sich wieder versöhnten. Worum ging es bei dem Streit? Das müssten Sie Frau Ulich wirklich selbst fragen, tut mir leid. Ja, okay, werden wir tun. So, Thema Motorwagen. Lassen Sie uns über den Motorwagen sprechen. Aber immer doch. Darüber rede ich besonders gern. Ging von dem Wagen eine Gefahr aus? Nicht mehr als von einem Pferdewagen. Glauben Sie nicht alles, was Sie in der Zeitung lesen. Dem Motorwagen gehört die Zukunft. Verlassen Sie sich drauf. Momentan sind Sie aber noch sehr umständlich und unsicher, nicht wahr? Am Anfang gibt es immer kleine Probleme. Denken Sie einmal an die ersten Züge. Da hieß es auch, dass sie dem Menschen schaden und sich nicht durchsetzen werden. Und nun gibt es kaum ein Dorf ohne Bahnhof. Ich sehe, was Sie meinen. Und irgendwann wird jeder Mensch einen Motorwagen besitzen, glauben Sie mir. Unvorstellbar. War der Wagen in einem guten Zustand? Wollen Sie mich beleidigen? Der Wagen war stets gut in Schuss. Da hat nie eine Schraube gewackelt oder ein Rad gequietscht. So etwas gab es bei mir nicht. Wie würden Sie Eduard Ulich als Fahrer einschätzen? Als einen der Besten in Leipzig. Er konnte von hier bis Taucher fahren, ohne dass ihm der Motor ausging. Okay, alles klar. Also das macht einen Mord immer wahrscheinlicher. Dass es ein reiner Unfall gewesen ist, unwahrscheinlich. Lassen Sie uns über etwas anderes sprechen. Wenn es unbedingt sein muss. Gut. Dann die Notizbuchthemen.
Wir werden ihn mit dem gerissenen Bremsband mal konfrontieren. Ah, das Bremsband des Motorwagens weist markante Schnittkanten auf. Darüber weiß ich nichts. Dann haken wir mal nach, ne? Die Risskante des Bremsbandes und die Klingen der Schere scheinen übereinzustimmen. Darüber weiß ich nichts. Okay, der blockt einfach so ab. Frechheit. Vielleicht kann er was über die Tollkirschen sagen? Emma Uhlig behauptet, dass sie nichts von der giftigen Wirkung der Tollkirschen wusste. Darüber weiß ich nichts. Okay. Ja. Gut, jetzt, ich meinte, ihn mit den Sachen zu konfrontieren, die er selbst gesagt hat, ist irgendwie absurd. Ich glaube, das bringt nichts großartig. Insofern schließen wir mal das Notizbuch. Für den Moment habe ich keine anderen Fragen. Wie Sie wünschen, Meister. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen kombinieren. Gut, also der Streit und die Erregung, die gehören natürlich zusammen. Ob das zusammenpasst? Okay, offenbar nicht. Ja. Oder, warte mal, vielleicht hat sie ihm heute früh schon die Tollkirschen eingeflößt, deswegen hat er wirr geredet? Ja, genau. Oh. Hat Emma Uhlig nun von der Gefährlichkeit der Tollkirschen gewusst oder nicht? Das ist die große Frage. Okay, also ich würde erstmal, alles deutet darauf hin, dass sie das wusste, weil sie eine erfahrene Gärtnerin ist. Und hier, ja gut, aber wenn das stimmt, dann ist eher der Hinweis darauf, dass er, ja gut, wir wissen es nicht, ne? Es gibt sozusagen zwei Möglichkeiten, entweder das Bremsband oder die Tollkirsche oder auch beides. Das ist noch ein bisschen unklar. Wir müssen noch ein bisschen mehr rausbekommen. Ja gut, und wenn die sich gestritten haben und sie mit der Schere manipuliert hat, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie sich damit auskennt. Höchstgradig unwahrscheinlich. Naja. Das ist eher abwegig, ja, in der Tat. Okay, kann man eigentlich von hier was kombinieren mit einer anderen Seite? Aha. Das Bremsband ist entweder von selbst gerissen oder jemand hat nachgeholfen. Okay, aber ich meinte, da sind wir uns ja relativ sicher. Also die Indizien sprechen ziemlich dafür. Also die Kanten des Bremsbandes stimmen mit der Schere Max Töpfers überein. Er hat das Bremsband durchschnitten, um einen Unfall zu provozieren. Okay, Motiv wäre bei ihm eher als schlechter Arbeitgeber, bei ihr der Streit. Tja, aber es ist sehr gleichwertig. Es gibt jetzt keinen entscheidenden Hinweis in die eine oder andere Richtung. Ich werde versuchen. Aha, wir können mit ihr über Max Töpfer sprechen. Das ist auch interessant. Arbeitet Max Töpfer schon lange für Sie? Ja, das tut er. Nun muss er sich wohl eine neue Stelle suchen. Der arme Mann. Er hat sich nur um den Motorwagen gekümmert und ohne den gibt es hier nichts zu tun. Mein Mann hat viel über ihn geschimpft und zuletzt sogar Teile seines Lohnes einbehalten. Aha. Aber ich mag ihn eigentlich ganz gern, auch wenn er nur den Motorwagen im Kopf hat. Ah, es gab Streit zwischen den beiden. Worum ging es denn da? Ich glaube, es ging um einen Kratzer an dem Wagen, dessen Reparatur aus Max Lohn bezahlt werden sollte. Aber da fragen Sie den Mann am besten selbst. Das machen wir auf jeden Fall. Wir müssen Sie aber natürlich auch noch fragen bezüglich des Streites. Sie hatten heute Morgen Streit mit Ihrem Ehemann. Woher wissen Sie denn? Ach, ich verstehe schon. Max hatte wohl wieder einmal sein loses Mundwerk nicht unter Kontrolle. Es stimmt, dass die letzten Worte, die ich mit meinem Mann gewechselt habe, hitzig gesprochen waren. Worum ging es denn bei dem Streit? Das, worum es immer ging.
Mein Ehemann hat es leider mit seinen Eheschwüren nicht sehr ernst genommen. Ah, okay. Soll heißen? Das meint sie mit zu viel Energie. Muss ich es denn buchstabieren? Er war ein untreuer Mistkerl. Wobei man das nun wohl nicht mehr sagen darf, da er tot ist. Alles klar. Okay, da haben wir zwei neue Informationen. Er hatte eine Geliebte. Schließen wir erstmal das Notizbuch. Nehmen Sie sich einen Moment, um sich zu sammeln. Vielen Dank. Und wir kombinieren mal Geliebte und Streit. Wie eifersüchtig war Emma Uhlig wirklich? Genug, um einen Mord zu begehen? Also, Emmas Motiv. Ja, ich meinte, sie hat ein Motiv, ne? Ganz klar. Aha, okay. Eduard Uhligs ständige Frauengeschichten waren seiner Frau bekannt. Sie führten immer wieder zu Streit in der Ehe. Möglicherweise wurde es Emma Uhlig zu viel und sie setzte den Geschichten ein finales Ende. Das wäre die Variante Giftmord. Ja, okay, das in Kombination von giftige Wirkung bekannt, Fahrer bewusstlos, Emmas Motiv, hätten wir Giftmord. Verstehe. Mhm. Okay, jetzt müssen wir ihn noch ansprechen. Ich habe noch mehr Fragen für Sie. Wenn es sein muss... Ich habe gehört, dass es zuletzt Streit zwischen Ihnen und Ihrem Arbeitgeber gab. Ach, schwärzt Frau Uhlig mich jetzt also an? Das hätte ich mir wohl denken sollen. Herr Uhlig hat behauptet, dass ich seinen Motorwagen beschädigt hätte. Dabei hat er den Schaden selbst verursacht, als er von einer seiner nächtlichen Ausfahrten zurückkam. Und warum hat dies zu einem so heftigen Streit geführt? Weil er mir den Schaden von meinem Lohn abziehen wollte. Da hat es mir gereicht und ich habe gekündigt. Ach, er hat gekündigt. Okay. Ja, mehr können wir mit ihm jetzt erstmal nicht besprechen. Für den Moment habe ich keine anderen Fragen. Wie Sie wünschen, Meister. So, das können wir bestimmt jetzt auch miteinander kombinieren. War der Streit zwischen Max Töpfer und Eduard Uhlig heftig genug, um als Mordmotiv herzuhalten? Okay. Ja, genau. Das ist also Max' Motiv. Und wenn wir das jetzt ändern, ne, dass er nicht mehr reagieren konnte, beziehungsweise vergeblich versuchte zu bremsen, dann müsste eigentlich... der Sabotagemord hier erscheinen. Ja, jetzt ist nur die Frage. Okay, das ist jetzt aber ein interessanter Punkt. Gibt es jetzt einen entscheidenden Hinweis, den wir jetzt übersehen haben, der die Sache jetzt einigermaßen klar lösbar werden lässt? Oder ist das im Prinzip eine Abwägung von gleichwertigen Möglichkeiten, wo wir uns irgendwie entscheiden müssen. Und dann ist das ja so ein bisschen Glückssache, oder? Ist die Frage, haben wir irgendwas übersehen? Es gibt im Notizbuch nichts mehr. Ich spreche nochmal mit ihr, aber ich glaube, das ist ja jetzt alles durch. Ich muss Sie leider bitten, mir noch... Ich werde Naja, genau, ist jetzt alles durchgesprochen. Das heißt, wir müssen uns jetzt entscheiden. Nehmen Sie sich einen Moment. Vielen Dank. So, wir gucken ihn nochmal an, ob... Kommissar Kreiser. ...irgendwas übersehen haben. Ich glaube, hier sollten Sie ein... Das haben wir uns angeschaut, das da oben, die Spuren auch. Okay. Die Bedeutung der Spuren ist mir nicht ganz klar. Also, es ist definitiv so, dass die Schere fehlt und irgendjemand an dem Wagen manipuliert haben muss. Also, zumindest deutet alles darauf hin. Und das kann nur er gewesen sein. Also es ist insofern auch ein sehr, sehr starkes Indiz. Während sie das nicht gemacht haben kann. Bei ihr glaube ich allerdings nicht, dass sie nicht weiß, was es mit den Tollkirschen auf sich hat.
Das hier? Pferdespuren sucht man vergebens. Könnte es sein, dass das uns darauf hinweisen soll, dass sie nochmal gelogen hat, nämlich als sie erzählt hat, dass sie immer mit der Kutsche vorfährt, dass sie gar keine Kutsche haben, möglicherweise? Aber warum sollte sie das lügen? Also, ich halte es insgesamt irgendwie für unglaubwürdiger, also diese direkte Lüge mit der Tollkirsche. Und er hat gesagt, davon weiß er nichts, ja. Irgendwie verdächtige ich sie mehr als ihn. Das ist aber jetzt nur reine Intuition. Ich habe jetzt keinen wirklich überzeugenden Beweis. Aber es sieht so aus, als ob wir uns jetzt entscheiden müssen. Das werden wir jetzt tun. Mal gucken, ob wir richtig liegen. Also, wir sagen, er war nicht bei Bewusstsein und es war ein Giftmord. Gibt es noch eine andere Kombination hier? Warte mal kurz. Wenn ich das jetzt wähle. Und, okay. Dann komme ich jetzt zu der Unfalltheorie. Das heißt, okay, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, das aufzulösen. Verstehe. Ach so, okay, es gibt die Möglichkeit, Unfall aufgrund der versehentlichen Einnahme der Tollkirsche. Es gibt die Möglichkeit, Unfall aufgrund, ja, des gerissenen Bremsbandes, was aber nichts mit der Schere zu tun hat. Und es gibt halt die bewusste Tat. Oh mein Gott. ja, das finde ich ein bisschen schwierig, dass hier irgendwie der entscheidende Fingerzeig fehlt. Oder ich habe ihn einfach nicht gefunden. Das kann natürlich auch gut sein. Aber ich sag mal, Emma war's. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nichts von Tollkirschen weiß. Und er konnte nicht mehr reagieren. Ich tippe auf Giftmord. Ich bin gespannt. Mord durch Gift. Emma Ulich hatte genug von den Frauengeschichten ihres Mannes. Sie versuchte, ihn mit Tollkirschen zu vergiften, doch die Dosis war zu gering. Während er seinen Motorwagen durch Plagwitz steuerte, setzte die lähmende Wirkung des Giftes ein. Deshalb konnte er weder ausweichen noch abspringen, bevor er in den Fluss fiel. Das ist meine These. Okay, wir werden sie versuchen zu überführen, indem wir sie konfrontieren. Emma Ulich ist eine Mörderin. Emma Ulich tötete ihren Ehemann aus niederen Beweggründen und heimtückisch. Sie ist eine Mörderin, die ihrer gerechten Strafe entgegengeführt werden muss. Um ehrlich zu sein, in der Realität wäre das jetzt eine erbärmlich bewiesene These, reine Indizien, Mutmaßungen. Das würde uns wahrscheinlich jeder Richter um die Ohren hauen. Und der Staatsanwalt vermutlich auch. Habe ich noch irgendwas übersehen? Einen neuen Schauplatz gibt es nicht. Zurückreisen macht meines Erachtens keinen Sinn. Obwohl, warte mal, wer weiß, vielleicht ergibt sich ja was Neues, wenn wir nochmal an den Tatort zurückreisen. Irgendeinen entscheidenden Hinweis, der jetzt erst deutlich wird. Lass uns das mal probieren. Wir ermitteln weiter. Das wäre doch ärgerlich, wenn wir das jetzt nicht versuchen. Wir gehen nochmal zurück. So, wir verlassen nochmal den Ort. Wir kommen zurück. Schön hier wir bleiben. Wir sollten unsere Ermittlungen... Ich begleite. Okay, also... Wir fahren doch mal zur Könneritzbrücke. Vielleicht kann man den... Obwohl, alle Notizen sind ja durchgestrichen. Ne? Das heißt, ihn kann man jetzt nicht ernsthaft... zu was Neuem ansprechen. Na, wir gucken mal. Nee, da gibt es keine Konsultationsmöglichkeiten mehr. Und darüber kann man, glaube ich, nicht mit ihm reden. Nee. Das passt also nicht. Mehr Fragen hat... So, und der Wachtmeister wird uns zuerst recht nicht helfen können. Ich habe doch...
Nee. Das war's erst. Ich stehe Ihnen. Kann man hier vielleicht noch was Neues sehen? Ne, da ist auch nichts Neues. Okay, gut. Dann. Das ist der Sandhaufen. Dann hat sich das erledigt. Wir fahren mal kurz auf die Wache. Vielleicht gibt es da ja noch besondere Ermittlungsmöglichkeiten im Büro. Vielleicht gibt es ja in den Akten noch irgendwas. Schön haben Sie es in Ihrer Schreibstube. Ja. Interessant. Ja gut, das kennen wir schon mit dem Z. Hier gibt es, glaube ich, nichts Neues mehr. Wir sprechen ihn nochmal an. Kommissar Kra... Ich glaube... Hier sollten... Ja, das kennen wir alles schon. Das haben wir uns alles schon angeguckt. Mhm. Nee. Gut. Ja, dann ergibt sich hier auch nichts Neues mehr. Dann müssen wir uns jetzt entscheiden. Ich würde sagen, wir fahren zurück zu Villa Ulich. Und werden die vermeintliche Täterin konfrontieren. Mit unserem Verdacht. Kann man ja auch mal so aus der Hüfte schießen. Vielleicht ergibt sich daraus ja was. Wenn man nicht mehr weiterkommt, muss man einfach die Leute mal konfrontieren. An der Reaktion sieht man ja vielleicht auch noch einiges. Okay, also, Emma Ulich ist die Mörderin. Wir wollen die Ermittlung beenden. Jetzt weiß ich, was wir tun müssen. Steht eine Verhaftung an? Allerdings. Und die Lösung war wie so oft die naheliegendste Erklärung. Okay, wir sind zurück. Und so blieb mir nichts anderes übrig, als Emma Ulich zu verhaften. Sie hatte die ständigen Seitensprünge ihres Ehemanns wohl nicht mehr ertragen und sich entschlossen, sich an ihm zu rächen. Und um es ihm heimzuzahlen, hat sie ihm giftige Tollkirschen verabreicht. Aber die Dosis war zu gering und betäubte ihn nur. Nun muss der Staatsanwalt entscheiden, ob das Mord war oder ob Frau Ulich ihrem Mann nur einen Schrecken einjagen wollte. Sie konnte ja nicht wissen, dass er mit seinem Motorwagen gleich in die Elster fährt. Aber was hatte es dann mit dem gerissenen Bremsband auf sich? Tja. Das ist doch ein seltsamer Zufall, oder nicht? Sie klingen nicht überzeugt. Glauben Sie etwa, dass sie unschuldig ist? Mitnichten. Ich glaube Ihnen, dass Emma Ulich versucht hat, sich an ihrem Ehemann zu rächen. Doch ich frage mich, ob sie die Einzige war, die eine Rechnung mit Eduard Ulich offen hatte. Nun, der Bericht ist geschrieben und Emma Ulich wird bereits dem Haftrichter vorgeführt. Jetzt ist es zu spät, etwas daran zu ändern. Du hast die Demo von Fallbuch 1899 abgeschlossen. Leider bist du zur falschen Lösung gekommen. Das kannst du doch sicher besser. Versuche es noch einmal. Wow, okay, also warte mal. Hätte man auch beide beschuldigen können? Also quasi so eine Art, vielleicht nur in Kombination? Na, ich weiß nicht. Also, falls ihr es gespielt habt oder selber spielt oder einfach nur durch Zuschauen bemerkt hat, wo vielleicht mein Fehler war, welchen Hinweis ich falsch gewichtet habe oder übersehen habe, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Es könnte aber auch sein, und das fände ich tatsächlich nicht ganz so gut, denn die Spielmechanik so ist, dass man am Ende ja, bei gleichwertigen Indizien irgendwie mehr oder minder raten muss oder seinem Gefühl vertrauen muss. Ich hoffe, das ist nicht so. Aber ansonsten, was wichtig ist an der Demo, man hat gesehen, wie das Spiel funktioniert wird. Das war natürlich jetzt eine sehr reduzierte Zahl von Schauplätzen und von Verdächtigen. Aber im Grundsatz hat man verstanden und schön gesehen, wie man hier ermittelt. Und das macht auf jeden Fall Lust auf mehr.
Wenn ihr das auch so seht, dann schaut doch mal nochmal auf der Kickstarter-Seite des Projekts vorbei und überlegt, ob ihr es vielleicht unterstützt. Ja, soweit zu dieser kleinen Vorstellung. Ich wünsche dem Autor und Entwickler Gregor Müller das Beste, dass es klappt. Und wenn es dann klappen sollte, dann ist das ein schönes Projekt Ende 2023. Vielleicht für einen Donnerstream mit den Mordfällen in Leipzig. Also, bis dahin, macht's gut, euer Steinwallen. Ich lasse aber hier nochmal die Credits durchlaufen. Denn ganz allein hat er es nicht gemacht. Ein bisschen Unterstützung hat es gegeben von anderen Leuten. Genau, hier lesen wir es nochmal. Also, bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.